Die Welt ist vieles, gerecht ist sie sicher nicht. Und der eine oder die andere wünscht sich bisweilen jemanden, dem er oder sie die Schuld dafür geben kann. Noch besser, jemanden, den man mal so richtig anständig oder unanständig beschimpfen kann. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ja, mein Name ist Gerhard Anger, ich bin Pirat seit Mitte 2009, seit Juni und bin seit etwa 2 Monaten Landesvorsitzender hier bei der Piratenpartei im Landesverband Berlin. Piraten schimpfen gern. Das ist, die Kommunikation ist sehr offen. Wenn jemandem was nicht passt, dann wird das auch unmittelbar und sofort ausgesprochen, oft auch auf Twitter. Was mir dann allerdings auch irgendwann aufgefallen ist, ist, dass diese Beschimpfung oder dieses Geschimpfe oft gar nichts mit dem Inhalt oder mit dem, worum es eigentlich geht, zu tun hat, sondern es sind oft Verfahrensfragen und oft haben diese Beschimpfungen auch den Charakter eines Rituals. Das Schimpfen ist natürlich nicht der Weg, wie Piraten Probleme lösen, aber es ist halt ein ganz erster wichtiger Schritt, denn es werden Probleme offen angesprochen, wenn jemandem was nicht passt, wenn was nicht in Ordnung gelaufen ist. Das wird immer ganz offen gesagt und auch ganz direkt und sofort. Das Problem ist halt manchmal, dass es kein Ende findet. Ja, ich bin ja ein relativ neu gewählter Vorstand, seit 2 Monaten und nach ein paar Wochen kam mir so die Idee, wie kanalisiert man das vielleicht? Also wie hält man vielleicht auch das eine oder andere Mal anderen Leuten, die was tun, ein bisschen den Rücken frei und habe dann den Antrag gestellt, dass der Vorsitzende den Geschäftsbereich Schuld bekommt. Und das Telefon des Zorns und auch dieser Geschäftsbereich soll tatsächlich auch dazu führen, dass, ich nenne es jetzt mal, Schuldzuweisungen ja auch bei mir ankommen. Und natürlich ist es so, dass dieses Telefon des Zorns nicht nur Piraten offen steht. Also wer möchte, kann da anrufen. Es interessiert mich auch, wenn es was zu schimpfen gibt, immer her damit. Wenn ich mal nicht rangehen kann, was sicherlich auch das ein oder andere Mal passiert, ich rufe gerne zurück. Ein Anruf begann tatsächlich mit einer richtigen Schimpftirade, vorgetragen in schwäbischem Dialekt. Da war ich allerdings leider gerade nicht in der Lage, ans Telefon zu gehen. Es kam also per Anrufbeantworter rein. Und er rief dann danach offensichtlich gleich noch ein zweites Mal an mit dem Satz: Ich bin noch nicht fertig. Erstaunlicherweise ist deutlich weniger gekommen, als ich gedacht hätte. Ich hatte damit gerechnet, dass mehr Leute anrufen würden, erwarte aber, dass da noch mehr kommt. Falls Ihnen jetzt danach sein sollte, das Telefon des Zorns anzurufen, um eine verbale Vomitation loszuwerden, die Nummer finden Sie im Internet. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Electrician Reporter.